Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zur 15. und somit letzten Folge von Jurassic Labyrinth. Ja, heute ist der letzte Dinosaurier dran, der durch dieses tolle Labyrinth darf und danach ist dieses Projekt abgeschlossen. Dann werden wir die Gewinner küren und dann könnt ihr Preise hier gewinnen. Wir haben ja schon einige Leute, die hier auf den Top 3 Plätzen sind. Die haben natürlich eine sehr, sehr hohe Chance, falls der Allosaurus hier heute nicht eine mega gute Zeit hinlegt und euch da verdrängen wird. Aber das werden wir sehen. Ich würde sagen, wir lassen den Allosaurus, der hier natürlich wieder perfekt vorbereitet von mir ist und wartet auf Freilassung, lassen wir frei. Und dann verrate ich euch, wer dieses Monster übernehmen wird hier. Den Allosaurus finde ich persönlich mega, mega cool. Ist auf jeden Fall ein Dinosaurier, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich glaube, der war auch sehr, sehr viel vertreten damals, vor vielen Millionen Jahren auf jeden Fall. Es wurden, glaube ich, sehr, sehr viele Knochen von ihm gefunden, was dafür spricht, dass er natürlich eine sehr, sehr hohe Population hat. Und er frisst jetzt hier und ich verrate euch, wer diesen Allosaurus hier übernehmen wird. Und zwar ist das Babylel mit dem Kommentar Hashtag Allosaurus und ein Herzchen dazu. Ganz kurz, ganz simpel. Und damit bist du der Allosaurus geworden, Babylel. Herzlichen Glückwunsch. Wir benennen ihn um. In deinem Namen, Babylel. Und damit bist du hier der oder die letzte Kandidat bzw. Kandidatin hier in unserem Labyrinth. Und ich drücke dir natürlich die Daumen, dass du hier es noch schaffst, einen der drei Treppchenplätze zu erreichen. Ich bringe euch zurück, sobald der Allosaurus im Labyrinth landet. Bis gleich. Da ist er, der Allosaurus, im Landeanflug. Und Babylel ist somit gelandet. Und es geht dann hier gleich los im Labyrinth. Nahrung und Wasser ist echt fast gar nicht runtergegangen. Krass, okay. Scheint bei dem Allosaurus sehr, sehr lange zu halten und ihn sehr, sehr satt zu machen. Und wir werden sehen, wie lange er hier brauchen wird, um ins Labyrinth zu gehen. Es hat sich ja schon rausgestellt, je länger die Dinosaurier hier in diesem Eingangsbereich bleiben, desto besser wird meistens die Zeit, weil dann ist der Anreiz zum Hunger natürlich viel, viel größer. Die Zeit startet natürlich wie immer hier, wenn der Dinosaurier hier über diese Linie geht und das Labyrinth betritt, da wo die, die geschlossenen Mauern sozusagen losgehen, da beginnt das Labyrinth. Und ich würde sagen, ich bringe euch zurück, sobald der Allosaurus in das Labyrinth eintritt. Bis gleich. Ja, geht der Allosaurus jetzt hier in das Labyrinth? Er schaut auf jeden Fall schon mal den Eingang sehr vielversprechend an, wie ihr seht. Aber entscheidet sich dann dafür. Nö, ich habe noch keine Lust. Und das ist auch gut für dich, Babylel. Du weißt ja Bescheid, ne? Je länger es dauert. Boah, das geht echt sehr, sehr langsam bei dem Allosaurus runter. Also, das ist gar nicht gut. Aber jetzt scheint er sich hier eventuell doch für das Labyrinth zu entscheiden. Und das sieht mir ganz danach aus, Leute. Also, es geht hier gleich los. Der letzte Durchlauf hier startet sofort, wenn die Schwanzspitze hier den Labyrinth-Eingang überschreitet. Dann geht's hier los. Und nein, er dreht sich nach links. Das ist gar nicht gut für dich, Babylel. Und die Zeit startet. Und du läufst hier erstmal in eine Sackgasse. Das ist ganz und gar nicht gut für dich, Babylel. Der Allosaurus scheint jetzt hier... Oh, dreht er jetzt hier um oder läuft er noch tiefer in die Sackgasse? Das ist jetzt gerade echt schwer zu sagen. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall mal eben den Zeitraffer hier an. Und dann sehen wir, er dreht hier zum Glück um, geht nicht tiefer in die Sackgasse hinein und läuft hier den richtigen Weg und bringt jetzt sogar recht zügig das erste Drittel hinter sich. Er hat jetzt knapp 40 Sekunden auf der Uhr und hat das erste Drittel geschafft, dreht jetzt hier aber nochmal um, bleibt stehen. Das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Warum bleibt er hier stehen? Ich vermute einfach mal, dass beim Allosaurus das große Problem ist, dass der Nahrungs- und Wasserwert einfach sehr, sehr langsam sinkt. Und dadurch ist der Anreiz, hier ins Ziel zu kommen, nicht ganz so hoch. Aber wir werden sehen, ich hoffe jetzt mal, dass er jetzt hier losläuft. Noch kann er eine sehr gute Zeit erzielen und noch könnte das hier ein Treppchenplatz für dich werden, Babylel. Aber ihr seht jetzt hier schon, er bleibt jetzt hier wirklich noch eine ganze Weile stehen. Die Zeit rennt gnadenlos gegen ihn. Jetzt so langsam bewegt er sich Richtung Mitte des Labyrinths. Bleibt jetzt hier aber wieder stehen. Läuft jetzt wieder ein Stückchen und ist jetzt bei einer Zeit von 1,35 circa. Ja, schreit hier nochmal rum, meckert, bleibt stehen. Das wird, glaube ich, hier kein Treppchenplatz mehr für dich, Babylel.
Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ihr seht hier das Lauftempo jetzt mal in Realtime. Also es ist wirklich nicht das Allerschnellste. Der Nahrungs- und Wasserwert ist auch noch nicht wirklich doll gesunken. Und ich glaube, genau das ist das Problem von dem Allosaurus. Er ist einfach total lange gesättigt und braucht kein Trinken. Und deswegen ist der Anreiz hier einfach nicht da, schnell ins Ziel zu kommen. Ich habe jetzt hier nochmal für das letzte Drittel auf jeden Fall den Zeitraffer aktiviert. Und ihr seht schon, so langsam, aber sicher bewegt er sich hier Richtung Ausgang. Also eine allzu schlechte Zeit sollte das hier nicht werden. Aber ich glaube, das wird hier kein Treppchenplatz mehr. Jetzt, so langsam aber sicher, befindet er sich hier auch im Zieleinmarsch. Ich bin gespannt, ob er es hier noch unter 3 Minuten schaffen kann. Das wäre auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Er ist jetzt hier auf jeden Fall in der letzten Kurve. Dreht jetzt hier ganz gemütlich um und läuft aber weiter Richtung Ausgang. Also ich vermute mal, dass er es hier unter 3 Minuten schaffen kann, falls er jetzt hier nicht noch umdreht oder allzu lange stehen bleibt im Ausgangsbereich. Ja, er bleibt hier einmal stehen. Bleibt jetzt nochmal stehen. Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Aber jetzt so langsam entscheidet er sich hier, über die Ziellinie zu gehen und erzielt somit eine Endzeit von 2 Minuten, 50 Sekunden und 11 Hundertstel. Das ist gar nicht so schlecht. Wir werden sehen, wie er dann gleich in der Tabelle eingeordnet wird. Und das hier ist ja, wie gesagt, die allerletzte Folge von Jurassic Labyrinth. Das heißt, Baby Lel, du warst hier der oder die letzte Kandidat, der dann auch hier in die Tabelle eingetragen wird. Und normalerweise würden wir jetzt ja natürlich den nächsten Dinosaurier hier für unser Projekt ziehen. Aber da dieses Format vorbei ist, küren wir jetzt gleich die Sieger. Und dann werde ich den 3 Gewinnern hier verraten, wie sie ihren Preis dann erhalten können. Also bleibt auf jeden Fall dran, falls ihr hier einen der Treppchenplätze habt. Wir schauen uns gleich nochmal gemeinsam die Tabelle an und gucken nochmal, welche Dinosaurier hier die schnellsten waren in unserem Labyrinth und so weiter. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bleibt dran, Leute. Bis gleich. Und damit kommen wir hier zur Endtabelle von unserem Projekt Jurassic Labyrinth. Aber ich muss mich einmal vorher bei euch bedanken auf jeden Fall. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, zusammen mit euch dieses Projekt hier zu erleben, sage ich mal. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns die Tabelle mal an. Der Allosaurus von Baby Lel hat es leider ganz knapp nicht aufs Treppchen geschafft. Mit einer Zeit von 2 Minuten 50 Sekunden war leider nur Platz 4 drin. Aber trotzdem, Baby Lel, eine sehr, sehr gute Zeit von dir. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir einmal von unten die Plätze durch. Da haben wir T-Games mit dem T-Rex auf Platz 15. Johanna mit dem Ankylosaurus auf Platz 14. Tobias Weber mit dem Camarasaurus auf Platz 13. Kara Battle mit dem Indominus Rex auf Platz Nummer 12. Vier Pfoten Spaß mit dem Keratosaurus auf Platz 11. Susanne Kern mit dem Stegosaurus auf Platz 10. Marcel Braune mit dem Spinosaurus auf Platz 9. Hanna Faber mit dem Edmontosaurus auf Platz 8. Leandro Haag mit dem Carnotaurus auf Platz 7. Edgar der Heilige mit dem Velociraptor auf Platz 6. Cyanode mit dem Indoraptor auf Platz 5. Baby Lel, wie gesagt, schon mit dem Allosaurus auf Platz 4. Und jetzt kommen wir zu den 3 glücklichen Gewinnern hier auf unseren 3 Treppchenplätzen. Da haben wir auf Platz 3 Mustlos mit der Bronzemedaille und dem Struthiomimus. Herzlichen Glückwunsch, mit einer Zeit von 2 Minuten 11 Sekunden hast du es hier auf den 3. Platz geschafft und hast dir damit auf jeden Fall hier auch einen Preis gesichert. Wie du diesen dann bekommen kannst, das verrate ich dir gleich am Ende. Also bleib auf jeden Fall dran. Dann haben wir auf Platz Nummer 2 den Jan Oldebeck mit dem Gallimimus mit einer sehr, sehr guten Zeit von 1 Minute 29 Sekunden. Also herzlichen Glückwunsch, du bekommst hier die Silbermedaille und damit natürlich auch einen Preis. Also bleib du auch auf jeden Fall dran. Und ungeschlagen auf Platz 1. Das war wirklich eine Sensation hier. Fuchshai mit dem Mutaburasaurus, das hätte ich nicht gedacht. Unter 1 Minute, also wirklich eine Top-Zeit. Du hast dir auf jeden Fall die Goldmedaille hier verdient. Und du gewinnst natürlich hier auch einen Preis. An die 3, die jetzt hier gewonnen haben, also an Fuchshai, Jan Oldebeck und Mustlos, schreibt mal bitte eben einen Kommentar unten. Ich melde mich dann bei euch und kläre das dann mit euch wegen den Preisen und so weiter. Die werdet ihr dann schnellstmöglich bekommen. Und ich würde mich jetzt nochmal freuen, Leute. Falls euch dieses Projekt gefallen hat, falls nochmal etwas Ähnliches kommen soll oder sowas, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren unten wissen. Oder, falls ihr schreibfaul seid, lasst mir einfach ein Like da. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und damit verabschiede ich mich hier von diesem Projekt. Jurassic Labyrinth ist damit erstmal abgehakt. Vielleicht kommt demnächst ein ähnliches Projekt, wo ich euch auch wieder so mit einbeziehen kann und so weiter.
Aber wir gucken erstmal, wie euch das ganze Projekt hier gefallen hat. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf euer Feedback. Und damit verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Dandy.